Hallöchen, hier ist Kyok und es geht weiter mit Fire Emblem Heroes. Heute mal wieder ein Freundespart. Und ja, ich hatte eigentlich gedacht, endlich mal wieder bei der Standard-Freundesliste zu gucken. Vor allen Dingen, weil ich Creeplay noch endlich wiederfinden muss, da du dich tatsächlich gut getarnt hast. Naja, aber es kommen so viele Freundschaftsanfragen zurzeit rein, dass ich tatsächlich nicht dazu komme. Jetzt sind es wieder 6. Ja, 6. Ja, ich habe mich nicht verzählt. Danke dafür übrigens wieder. Wie immer, ich freue mich total. Und ich bin so froh, dass es hier kein Limit für die blöde Liste gibt, dass ich irgendwann mir so denke, so toll, ich kann niemanden aufnehmen, was mache ich jetzt? Gut mitgedacht, Nintendo, dass das einfach unendlich bisher gefühlt erweiterbar zu sein scheint. Diesmal haben wir 2 Linz bei uns in den Reihen und Priam mit einer Aira. Aira? Ja, ich krieg den Namen nicht wirklich ausgesprochen, wie es ja bei allen Charakteren immer ist, wenn ich vorher von denen noch nicht wirklich was gehört habe. Danke, Christa, übrigens dafür, dass du mit deinem zweiten Account nochmal eine Freundschaftsanfrage geschickt hast. Bei den anderen muss ich sagen, erkenne ich sofort nicht, wer dahinter steckt, also in den Kommentaren habe ich euch nicht gelesen. Und What a Duang klingt auf jeden Fall witzig. Naja, ich schaue einfach mal rein und beginne mit den Lins. Ich glaube, ich werde sie auch hintereinander dran nehmen, damit ich auch nochmal so einen Vergleich sehe. So, die kühne Dame Lin, Brave Lin mit ihrem mega Bogen. Und ja, ich sehe auf jeden Fall schon mal bekannte Fähigkeiten. Ich glaube, ich habe auch so ziemlich alles ähnlich gelassen. Verlegung weiß ich nicht, ob das dazu kam oder ob das schon war. Aber ich glaube, meine Lin kann nicht Verlegung. Drachenblick, den habe ich auch noch drauf. In schwarze, flinker Spatz habe ich auch behalten. Und dazu eben Sakkar Sehen. Also es ist im Grunde komplett die Lin so aufgebaut wie meine bisher. Ich habe mir noch keine wirklichen Gedanken gemacht, wie ich sie aufbauen würde und war damit, was sie halt jetzt schon so mitbringt, eigentlich relativ zufrieden. Ja, der Angriffsrauch, den habe ich auch schon auf 3. Ja, und dazu den erhöhten Puls. Ich vergesse immer wieder, was der nochmal bewirkt. Okay, gut. Ja, bei der Drachenaura, die man dann alle 3 Runden einsetzen kann, natürlich auch schon praktisch, wenn das ein bisschen schneller geht und dann hat sie mehr Wumms drauf. Von den Werten kann ich jetzt nicht genau sagen, ob mein identisch ist zu deiner, aber ja, auf jeden Fall. Schickes Mädel, Leon, schickes Mädel. Und von Coco, die Lin, mal gucken, ob sie ähnlich aufgebaut ist. Ah, sie ist noch nicht fertig, hat dafür aber Angriff plus 1 und ist auch noch im Training. Level 33 noch. Kann man da annehmen, dass du sie vielleicht jetzt so im Nachhinein gezogen hast und nicht schon von Anfang an, wo sie halt zur Auswahl stand bei den Brave Heroes? Okay, hier sehen wir schon mal, dass sie Rochard hat. Also ist Verlegung auf jeden Fall nicht standardmäßig dabei. Drachenblick, Drachenaura, ich denke mal, da wirst du aufbauen mit... Oh, und du hast dich für Verteidigung 1 entschieden. Hat das einen bestimmten Grund? Würde mich hier interessieren, weil ich ja persönlich gedacht hätte, in schwarze... Also ich dachte für mich zumindest, dass ich da gar keine Beschwerde dran habe und das dann direkt nehme. Aber für den Angriffsrauch hast du dich auch entschieden. Ja, und ansonsten... Wie gesagt, also da unterscheidet sich ja von meiner Lin, dass du Verteidigung plus wählst. Würde mich auch interessieren, was so dein Gedanke ist, so trainings- bzw. kampftechnisch. Oder liegt es vielleicht daran, dass sie eine Verteidigung, also Minusverteidigung Lin ist? Weil dann wäre es natürlich auch, einfach um das auszugleichen, schon mal nicht verkehrt, das vielleicht so ein bisschen anzuheben. So, und kommen wir zu Priam. Wird doch mit ausgesprochen und nicht auf Englisch Prime, oder? Also ich glaube, Priam klingt ein bisschen hübscher. Tut mir leid, wenn du es aber trotzdem anders ausgesprochen hättest. Das ist erstmal das, was ich so denke. Und du hast ja schon in den Kommentaren angekündigt, dass sie plus 3 ist. Wo ich mir denke, what? Waren das so viele
Sphären oder hast du einfach nur so verdammt mies Glück? Ey, wie oft ich gelesen habe, dass die Leute verzweifelt sind, weil sie gefühlte 10.000 Eddies gezogen haben und du hast einfach mal 3 Eimers. Oh, Angriff 50 ist dann natürlich schon richtig, richtig gut. Ja, Geschwindigkeit plus 1, ja gut, da sehen wir hier, also ich würde ihr Defizit eigentlich in Verteidigung und Resistenz sehen, aber ja, umso schneller sie ist, umso besser kann sie halt auch noch anderen richtig auf den Sack geben. Oh, Schlägerspatz hat sie auch noch. Als ob sie nicht schon schnell genug wäre. Wow, wow, okay, Iras Klinge ist schon mal richtig mies. So, ich kenne die Fähigkeit noch nicht, deswegen gucke ich da jetzt mal ein bisschen genauer drauf. Verleiht Geschwindigkeit plus 3, wenn Geschwindigkeit der Einheit minus Geschwindigkeit des Gegners über 1, über oder gleich 1, beschleunigt sich die Erholungszeit der Einheit um plus 1. Wow. Alter Schwede. Wenn man dann Astra irgendwie richtig oft die ganze Zeit um die Ohren gehauen bekommt, da hat man natürlich richtig Spaß. Streiterin Astra, okay, erhöht zugefügten Schaden um 40% des Geschwindigkeitswerts der Einheit. Autsch. Also ich weiß nicht, ich bin mit Zahlen ja sowieso total bescheuert, dass ich nicht wirklich zusammenkriegen könnte, was jetzt mehr Prozent sind, jetzt die 150 oder die 40 plus die Prozent des Geschwindigkeitswerts. Aber wenn man bedenkt, sagen wir mal, Iras Klinge wirkt so richtig die ganze Zeit. Das heißt, du kannst eigentlich jede Runde Streiterin Astra einsetzen, was zwar vielleicht insgesamt weniger Schaden wäre als die Astra-Attacke sonst, aber wenn das jede Runde kommt, und dann auch noch plus 3, Wildheit auch noch darauf, wow, krass. Ja, aber ja, ich denke mal, da du Wildheit schon mal komplett so also gelernt hast, dass du je nach Strategie, wie der Gegner so drauf ist, dann wechselst. Also entweder Wildheit oder entweder flinker Spatz. Oder hattest du oder hat sie Wildheit vielleicht sogar von Anfang an? Ich habe keinen Plan. Und du hast dich später für flinker Spatz entschieden? Okay, dazu Verzweiflung greift die Einheit bei KP minus unter 75% zuerst an, schließt sich da. Ah, okay, genau. Sie ist ja nicht schon schnell genug. Und ansonsten noch Geschwindigkeit gefährden. Ey, aber richtig, richtig, richtig coole Geschwindigkeitsstrategie. Gefällt mir sehr. Dazu noch Geschwindigkeit plus 1 mit dem Siegel. Voll cool, Christa, voll cool. Sehr, 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 sehr schöne Ära. Und ich bin froh, sie jetzt in meinen Reihen begrüßen zu dürfen. Sie wird wahrscheinlich genauso wie Blackie ab und an meinem Gegner sehr, 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 sehr viele Probleme machen. So, und jetzt zu What a Duang. Also, von dem Namen her, ich weiß nicht. Bist du es vielleicht doch, Creeplay? Okay, Ike plus 2, ich weiß jetzt nicht, wie weit dein Ike war. Man kann sich ja auch mehrfach umbenennen. Ich weiß nicht, ob wenn man eine Freundschaftsanfrage zurückzieht, man dann automatisch aus der Freundesliste bei dem anderen verschwindet und sich dann selber wieder da so reinwurschteln kann. Ich weiß es nicht. Ich bin halt einfach nur ein bisschen, ja, ich bin super mega verwirrt. Creeplay, du hast dein Ziel erreicht. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, wo du dich aufhältst. Besser aufpassen müssen bei den ganzen Einheiten, die du mittlerweile hast. Aber Ike plus 2, ich weiß nicht, hattest du Ike plus 2? Es kommt mir dann wieder doch so vor, als wärst du es nicht. Es tut mir leid, What a Duang, wenn du nicht Creeplay bist, dass ich mir darüber jetzt so viele Gedanken mache.
Ja, aber wie immer nochmal ein Blick auf die Fähigkeiten. Einfangen, das ist auf jeden Fall neu. Yep. Aber immer wieder gut, wenn man taktisch spielt. So, und ich habe jetzt selber so Ewigkeiten kein Ike mehr angeguckt und meinen auch nicht, dass ich nicht weiß, ob Aethir Standard war. Aber Nachthimmel und Schimmer, ich glaube nicht. Dann ist es wahrscheinlich Aethir gewesen. Ja, Wildheit statt schwerer Klinge. Auch wenn ich die Klinge mag, aber ich habe sie bei meinem auch nicht trainiert. Und Wildheit ist immer ganz, ganz praktisch. Und da Wildheit 3 nicht dabei ist, denke ich mal, dass das Problem war, wie immer kein Hinata am Start. Also ich habe das irgendwann auch zu oft gehabt, dass ich mir gedacht habe, ach Mann, verdammt. Oh, Erdschub. Wo kommt das denn her? Oh, von welchem Charakter ist denn das? Ich weiß das gerade überhaupt nicht. Hat die Einheit vor Kampf mindestens 3 KP mehr als der Gegner, hält sie Verteidigung plus 2 im Kampf. Und das kann bis plus 5 nochmal hoch. Ja, damit Ike auf jeden Fall nochmal besser wie der Fels in der Brandung steht. So, ansonsten Vorteil, immer nice, denn wer möchte nicht einfach zuerst angreifen. Schwertbrecher dazu. Und der wilde Hieb. Ich glaube, der ist auch Standard gewesen. Das kommt mir sehr bekannt vor. Angriff anspornen. Ja, hätte ich jetzt im weiteren Verlauf auch nicht weiter benutzt. Ja, auf jeden Fall nicht. Da ist wilder Hieb 3 auf jeden Fall sehr, sehr viel praktischer. Ich gucke jetzt doch mal auf das Siegel, wenn eine Fähigkeit den Geschwindigkeitswert dieser Einheit mit dem einer anderen Einheit vergleicht, wird er als tatsächlicher Wert plus 5 gezählt. Okay. Ja, also ich muss gestehen, ich raff das jetzt gerade nicht so genau. Wäre cool, wenn mir das doch mal jemand erklären könnte, so genau im... Also wie sich das im Kampf so auswirkt. Aber Ike plus 2 auf jeden Fall not bad. Überhaupt. Jeden Charakter, den man eigentlich beschwören muss, der dann halt nochmal plus 2 ist. Respekt für das Glück. So, und Apollos. Mit einer Asura, einer schicken, die auch plus 1 ist. What the... Aber ja, okay, was? Ich sag dazu nichts, weil ich habe ja selber Shigure zweimal gezogen. Das kann... Es gibt einfach dieses Glück. Auch weil man sich denkt, die Hellen sind super, super, super selten. Ich kann leider gerade deine Fähigkeitspunkte nicht sehen, aber ich bin verwundert, dass du Asura noch gar nichts beigebracht hast. Also so wirklich. Obwohl, naja doch, Resistenz antreiben habe ich ausnahmsweise benutzt, weil es ja im Umkreis von 2 Feldern wirkt und nicht nur wie Resistenz anspornen. Das kann man ja eigentlich schon machen. Und ich denke, normalerweise hast du doch auch schon genügend Fähigkeitspunkte. Vielleicht einfach nur vergessen? Weil mir passiert das auch, dass ich eigene Charaktere, damit sie halt standhaft sind, schon mal auf 40 ziehe und dann vergesse, ihnen die ganzen Fähigkeiten noch zu verpassen. Das habe ich nämlich bei meiner Novi zuletzt gesehen. Ich habe sie ja für den Bild fertig gemacht. Ich habe sie dann auf 40 hochtrainiert. Aber als ich dann genau hingeguckt hatte, dachte ich so, okay, ja, Dreiecksadept war noch auf 1, das andere war noch auf 2, obwohl es auf 3 hätte hochgezogen werden. Naja, und da, falls das so ist bei dir, Apollos, ist ja dann halt auch nicht so schlimm. Hauptsache, sie kann eben tanzen und nochmal verstärken. Und im Gegensatz zu Inigo und Shigure hatte es, glaube ich, auch, dass die B-Fähigkeit nochmal zusätzlich die Werte der angetanzten oder besungenen Einheit verbessert. Das hat Asura ja nicht und da kann er, ja, da vergisst man dann halt oder muss. Ist es nicht so dringend, dass sie ganz, ganz schnell hochgezogen wird mit ihren Fähigkeiten. So, und zu guter Letzt Kiran. Hallo Namensvetter. Mit einer kühnen Prinzessin Lucina mit ihrer Lanze. Oh, Nahkampfabwehr, das Siegel sehe ich gerade zum ersten Mal. Wird die Einheit wiederholt von einem Gegner mit Schwert, Lanze oder Axt angegriffen, verringert sich der Schaden ab dem zweiten Angriff um 30%. Oh, das ist ja cool.
Das ist sehr, 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 sehr cool. Also ich habe selber keine Lucina, Brave Lucina trainiert. Deswegen weiß ich da von dem Standardbild gerade nicht so viel. Außer, dass diese Lanze natürlich ihre ist. Verleiht Verteidigung plus 3, verleiht Verbündeten mit Schwert, Lanze, Axt, Bogen oder Dolch im Umkreis von 2 Feldern Angriff und Geschwindigkeit plus 3 im Kampf. Also mega, mega gute Lanze. Eigentlich echt schade, dass ich mich da entscheiden musste, welche Charaktere ich für jeden Account mir aussuche und auf wen ich dann beschwöre, weil eigentlich ist die Lanze schon echt, echt cool. Aber ja, ich brauche halt auch meine Hassbandos. Ansonsten gegenseitige Hilfe, das würde ich hier auch verpassen, aber einfach nur, weil ich bei Lucina gewohnt bin, mir vielleicht nochmal vorzuenthalten, ob sie sich nicht doch meine Stimme, was? Boah. Sorry. Ob ich ihr nicht doch Heilung oder so verpasse, sodass sie sich selber heilen kann und dann eben andere nochmal heilt. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es... Ey, meine Stimme. Diese... Was zur Hölle? Na jedenfalls, dass ich nicht weiß, ob ich der Lucina nochmal Heilung verpassen würde. Falls das bei dieser Lucina tatsächlich nicht so gut zu nutzen ist und es für sie nicht so gut ist, wenn sie halt trotzdem noch als heilende Einheit unterwegs ist, ja, würde mich das auch interessieren. Ich habe mir darüber, wie gesagt, noch keine Gedanken gemacht. Und ja, wenn sie Heilung hat, Fächern ist zwar auch nochmal super, weil da zusätzliche Heilung mit reinkommt, aber mit Heilung so könnte sie ja auch genügend KP wieder regenerieren, um die dann mit anderen zu teilen. So, Defensiv kennen wir ja schon. Oh, aber den Krafthieb, der sagt mir jetzt genau nichts, weil das Angriff Verteidigung plus 2, wenn Einheit zuerst angreift. Also quasi wie Finkerspatz, nur mit anderen Werten. Vorteil, ja, kann man immer gebrauchen, aber daran sieht man, okay, du hast sie auf jeden Fall nicht auf Heilung ausgelegt. Dann, ja, gegenseitige Hilfe. Sie, jetzt hat es bei mir Klick gemacht. Du nutzt dann Aethia, um sie da... Also um ihre KP wieder aufzufüllen, sodass sie dann trotzdem gegenseitig jemanden also helfen kann. Verstehe, verstehe, verstehe. Okay, also braucht man nicht nur so einen kompletten Healer-Bild, um das zu machen. So, die Giftklinge. Kann mir gut vorstellen, dass sie irgendwo einfach noch mit dabei war, als du Fähigkeiten vererbt hattest. Vorteil 3 kommt dann auch noch. Und Geschwindigkeit anspornen. Ja, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht... Doch, doch, Geschwindigkeit antreiben wird es ja dann. Ja, dann geht es natürlich wieder, das später nochmal auszuweiten, weil im Umkreis ist immer noch besser, als wenn die Verbündeten direkt neben ihr stehen müssen. Ja, auf jeden Fall auch eine gute Auswahl an Fähigkeiten, die sie so hat. Ich weiß, wie gesagt, keinen guten Bild an sich, aber ich würde sie wahrscheinlich auch erstmal mit den Standardsachen aufbauen und ja, das dann so halten. Ja, Kiran, auf jeden Fall eine hübsche, nette Lucina. Von den Werten, also der Angriff ist auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr gut. Finde ich also so 50. Damit lässt sich gut ordentlich Schmackes geben. KP könnte ein bisschen besser sein, aber ja, dafür ist die Verteidigung hoch. Und naja, Resistenz, das ist ja bei so vielen Charakteren weiter hinten, das ist... Ich glaube, da machen sich die wenigsten Gedanken drum und haben dann ansonsten gute Magier-Teams, die sie gegen andere Magier in den Kampf schicken. Seitdem ist es halt sowas, wo man nicht Bescheid weiß, wer drankommt, wie in der Sturmprüfung, in der Serienprüfung, ich glaube Arena-Überfall und der Arena. Ja gut, es sind doch vielleicht ein paar Modi mehr, wo man nicht genau weiß, was kommen kann. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ich bin eben verpeilt und verwirrt und alles Mögliche. So, und willkommen im Team, meine Freunde. Ich habe vorhin noch gesagt, voll gut, dass es keine Begrenzung gibt, aber... Oh, nein! 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 Aber ja, wisst ihr was? Ich muss meinen eigenen Account nicht in meiner Freundesliste haben. Die werfe ich demnächst nochmal raus und werde euch auf jeden Fall hier mit aufnehmen, weil das kann ja nicht sein. Und da muss ich mir was einfallen lassen. Da muss ich mir echt was einfallen lassen.
Dammit. Aber ja gut. Alles in Ordnung, alles okay. Ich werde auf jeden Fall weiterhin Freundesanfragen annehmen. Ich werde halt aufräumen, weil teilweise habe ich auch Charaktere aufgenommen, die in den ersten Wochen einfach irgendwelche random Leute waren. Und ja, jetzt wo wir ja schon unsere Truppe hier haben, kann ich da ja ein bisschen rumsortieren. Aber ja, sehr, sehr viele werde ich jetzt nicht mehr aufnehmen können. Ich zähle dann auch demnächst nochmal, wie viele es im Endeffekt waren, bis die Obergrenze erreicht ist. No, warum? Okay, ich gehe dann gleich aufräumen und sag ansonsten danke fürs Zuschauen, danke für eure Freundschaftsanfragen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Liebe Grüße, eure Kyoko.